Na, plötzlich ein neues Gesicht. Weil Kundir gerade im Urlaub ist, werde ich heute für ihn einspringen. Und das Thema von heute ist die China-Reise des Bundeswirtschaftsministers Habeck. Hintergrund seines Besuchs ist der jüngste Streit zwischen China und der Europäischen Union über die von der EU geplanten Antisubventionszölle auf chinesische Elektroautos. Habeck reist vom Freitag bis Sonntag nach Beijing, Shanghai und Hangzhou. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Deutschland sowie die politische Entwicklung in der EU und der Klimaschutz, wie ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums mitteilte. Habeck vertrete zwar nicht die Europäische Kommission, das Exekutivorgan der EU, werde aber nicht umhin kommen, die geplanten EU-Zölle anzusprechen, so der Sprecher. Habecks China-Reise zu diesem Zeitpunkt spiegelt offensichtlich die Sorge Berlins über die möglichen Auswirkungen der Zölle auf deutsche Unternehmen, die mit China Handel treiben, und auf deutsche Investitionen in China wider. Das Handelsvolumen zwischen China und Deutschland betrug im vergangenen Jahr rund 254 Milliarden Euro. Ich finde es verständlich, dass Deutschland befürchtet, dass die EU-Zölle auf chinesische Elektroautos einen Zollkrieg mit China auslösen könnten, bei dem Deutschland der große Verlierer wäre. Habecks Besorgnis über die EU-Zölle zeigt sich auch in seiner Forderung nach sofortigen Verhandlungen zwischen der EU und China nach der Ankündigung der Zölle durch die Europäische Kommission. Die EU hat eine Frist bis zum 4. Juli gesetzt, um mit China über die von ihr vorgeschlagenen Antisubventionszölle von bis zu 38% auf Importe chinesischer Elektrofahrzeuge zu verhandeln. Habeck warnte davor, dass Zölle immer das schlechteste Mittel zur Lösung von Handelskonflikten seien. Wenn Deutschland als stark handels- und investitionsabhängige Volkswirtschaft wegen der EU-Zölle in einen Zollkrieg mit China verwickelt würde, dann würde man das Kind mit dem Bade ausschütten. China hat am Montag ein Anti-Dumping-Verfahren gegen Schweinefleischprodukte aus der EU eingeleitet. Dennoch legt China großen Wert auf die Stabilisierung guter Wirtschaftsbeziehungen mit der EU. Selbst einige EU-Politiker sind sich einig, dass chinesische Elektroautos für den ökologischen Wandel in der EU unverzichtbar seien. China schätze die für beide Seiten vorteilhaften Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit Deutschland und setze sich für faire, transparente und vorhersehbare Rahmenbedingungen für ausländische Unternehmen und ausländische Investitionen ein, so das chinesische Ministerium für Außenhandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es ist daher zu hoffen, dass Habeck im Austausch mit seinen chinesischen Gastgebern bis zum Inkrafttreten der neuen Maßnahmen am 4. Juli geeignete Lösungen finden kann. Okay, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.